Georg Nüßlein ist der nächste Redner und er spricht sich für die sogenannte Widerspruchsregelung aus. Die zweite Ehefrau, ob sie ihrem Mann eine Niere spenden kann. Eine andere hat diese Prozedur der Lebensspende bereits hinter sich. Sie werden jetzt wahrscheinlich denken, ein grandioser Liebesbeweis. Ich sage Ihnen, ja, ein Liebesbeweis, aber ein unnötiger. Denn Fakt ist, wir haben in diesem Land zu wenig Spenderorgane. Uns alle eint der Wille, daran etwas zu ändern. Die einen sagen, wir machen ein bisschen mehr an Informationen, und die anderen sagen, wir wollen einen Paradigmenwechsel, einen großen Schritt gehen, etwas komplett ändern. Ich sage Ihnen, meine Damen und Herren, natürlich stimmt's, was hier vorgetragen wird. Die Misere in Deutschland hat mehrere Ursachen, die organisatorischen Themen sind Teil davon, und die haben wir in dieser Bundesregierung in der Tat auch adressiert und verändert, und ich bin guter Dinge, dass das auch etwas ändern wird. Aber ich weiß auch, dass es zu wenig sein wird, denn bei vielen, meine Damen und Herren, die leider den Hirntod erleiden in diesem Land, ist nicht ermittelbar, ob sie tatsächlich als Spender in Frage kommen. Im letzten Jahr waren es 24%, bei denen man einerseits nicht ermitteln konnte, was der Betroffene selber wollte, andererseits aber dann auch in der Bredouille die Angehörigen widersprochen haben. Worum geht es uns also? Es geht darum, den eigenen Willen ordentlich zu dokumentieren, aber auch eine Entscheidung herbeizuführen. Und angesichts dessen, was wir hier diskutieren, und angesichts dessen, worum es auch den Betroffenen geht, nämlich um ihr eigenes Leben, wird man doch verlangen können, dass man sich in diesem Land entscheidet. Wenn ich Sie nun frage, meine Damen und Herren, wenn Sie selber oder eines Ihrer Kinder betroffen ist, wenn Sie nur noch mit Spende, Organspende überleben können, was wollen Sie dann? Dann wird im Normalfall heißen, dann möchte ich ein Spendeorgan. Und meine Damen und Herren, wenn das der Normalfall ist, dass man dann ein Spendeorgan will, dann muss doch auch der Normalfall sein, dass man spendebereit ist. Das ist doch ein Zusammenhang, den kann man doch bei jeder ethischen Betrachtung an der Stelle nicht aufheben. Und dann macht es auch Sinn, meine Damen und Herren, von diesem Normalfall der Spendenbereitschaft aller auszugehen, und nur den Widerspruch zu dokumentieren, und da hat der Kollege sonst vollständig recht, das ist ja auch ein Recht auf Widerspruch. Übrigens eine Freiwilligkeit, die ganz genauso erhalten bleibt. Ich kann überhaupt nicht erkennen, wie man den Menschen an der Stelle die Freiwilligkeit der Spende abnimmt. Ganz im Gegenteil, wir sagen nur, du musst dich entscheiden. Und das halte ich für durchaus angemessen und spricht übrigens auch. Auch das, was ich gerade mit dem Normalfall beschrieben habe, entspricht auch der Realität in Deutschland. Und wir haben es schon gehört, 84% der Menschen sind ja grundsätzlich spendebereit. Es ist uns nur noch nicht gelungen, ein ordentliches Dokumentationssystem zu finden. Wie geht das nun mit dem Widerspruch, über den wir hier diskutieren? Am einfachsten und am niedrigschwelligsten dadurch, dass Sie einem Familienmitglied sagen, ich will das nicht. Sie müssen sich noch nicht mal registrieren, und das ist die doppelte Widerspruchslösung an der Stelle, und das möchte ich ganz besonders herausstellen. Sie müssen nicht zum Amt. Sie können auch, Frau Kollegin Dubnus, dem Verwandten sagen, ich bin noch in der Überlegungsphase. Ich habe mich noch nicht entschieden. Auch das geht. Und Sie können auch im Register anmelden, dass Sie es für sich nicht selber entscheiden können, dass Sie im Ernstfall beispielsweise der Sohn entscheidet. Natürlich können Sie das festlegen. Doch, das ist in, lesen Sie halt den Änderungsantrag. Ich beschreibe jetzt gerade unseren Vorschlag, und dann können Sie doch nicht sagen, das geht gar nicht. Ich meine, das ist unser Vorschlag, dem müssen Sie zustimmen, dann werden Sie sehen, dass das am Ende des Tages auch geht. Ansonsten können Sie da ein Ja vermerken. Sie können ein Ja eingeschränkt vermerken, auch nur bezogen auf bestimmte Organe, so wie Sie es in Ihrem Spendeausweis tun können. Und Sie können natürlich auch ganz klar Nein sagen. Ich sage an die Juristen, die sagen, das ist ganz furchtbar. Es gibt, ich zitiere da nicht BGB und HGB, das ist unangemessen, gebe ich Ihnen vollständig recht. Aber es gibt eine Parallele schon. Wenn Sie heute
keine Patientenverfügung machen, meine Damen und Herren, dann müssen Sie mit den Folgen klarkommen, nämlich dass Sie lebenserhaltende Maßnahmen erdulden müssen. Insofern führt das Schweigen dazu einer sehr, sehr weiterreichenden Konsequenz. Meine Damen und Herren, das ist in der Tat ein Paradigmenwechsel. Ich sage an die Statistiker von Ihnen, und wäre es nur ein Menschenleben, das wir am heutigen Tage an der Stelle retten könnten, hätte sich die ganze Angelegenheit rentiert. Ich bitte herzlich um Zustimmung.